In diesem Video schauen wir uns den Multihoster Smoost an. Die wichtigste Frage natürlich zuerst, welche Dienste unterstützt denn Smoost? Offiziell habe ich kaum etwas gefunden, nur diese kleine Grafik rechts, darauf sieht man Uploaded, RapidGator, Keep2Share und Oboom. In Wirklichkeit werden aber viel mehr Dienste unterstützt. Das verrät nämlich die API von Smoost, die wird von dem JDownloader genutzt. Das heißt, man kann im JDownloader einfach nachschauen, welche Dienste Smoost denn unterstützt. Und da sieht man einige. Die rot eingerahmten sind halt so ein paar bekanntere, aber alle anderen Dienste werden offiziell zumindest laut der API von Smoost unterstützt. Und es gibt ein Limit von 50 GB am Tag und das scheint alle Hoster zu betreffen. Ich habe zumindest nichts anderes gefunden. Neben den One-Click-Hostern wird auch ein VPN unterstützt, der zwei Standorte zur Verfügung stellt. Also habe ich mal angefangen zu testen. Share Online hat gar nicht funktioniert, Uploaded hat mit voller Geschwindigkeit funktioniert und RapidGator hat auch mit voller Geschwindigkeit funktioniert. Da ja Share Online, wie vorhin schon gesagt, offiziell beworben wird, muss ich Smoost auch daran messen lassen. So, dann gibt es noch ein Add-on für den Chrome von Smoost und das ist wirklich ein sehr komisches Add-on. Nach der initialen Installation bekomme ich die Hoster RapidGator, Share Online und Uploaded angezeigt. Hier kann ich nun auswählen, was passieren soll, wenn ich auf einen der Links gehe. Das ist ja schon eigentlich ganz gut. Was mich nur gewundert hat, dass nur diese drei Dienste angezeigt werden, wo wir doch in der Folie vorhin gesehen haben, dass eigentlich eine Menge mehr Dienste unterstützt werden. Also was habe ich gemacht? Ich bin mal auf Keep2Share gegangen und siehe da, dann wird man von dem Add-on gefragt, wie er mit Keep2Share Links umgehen soll. Und wenn ich nun wieder in die Hoster-Übersicht komme, ist hier auf einmal Keep2Share da. Also das ist völlig intransparent, wie das funktioniert. Man weiß gar nicht, was das Add-on eigentlich unterstützt. Und erst wenn man auf den Link geht, wird man darüber informiert, ob das Add-on jetzt für den Hoster zuständig ist oder nicht. Dann habe ich mir natürlich auch den VPN angeschaut, bin mal auf den französischen VPN gegangen und habe erstmal angezeigt bekommen, dass ich in Portugal bin. Also der scheint den Standort nicht wirklich in Frankreich zu haben, sondern in Portugal. Dann habe ich einen Speedtest gemacht. Der war wirklich unfassbar langsam, das habe ich auch beim Surfen gleich gemerkt. Kaum zu benutzen, der Upload völlig indiskutabel, der Download indiskutabel, kann man vergessen, geht gar nicht. Der zweite Standort ist ein Schweizer VPN, da sah es schon etwas besser aus, das war dann wohl tatsächlich auch ein Schweizer VPN. Da ist der Download bei 14 Mbit, bei meiner Leitung wären 100 möglich gewesen und der Upload bei 5,7, das ist so ziemlich das Maximum, was meine Leitung hergibt. 14 Mbit kann man schon verwenden, aber der Server scheint ziemlich ausgelastet zu sein, wenn man mal rechnet, dass 100 Mbit möglich gewesen wären. Dann habe ich mich gefragt, für was gibt es eigentlich den VPN? Laut der Privacy Policy wird die IP gespeichert und Geo und Plugin ist natürlich auch Schwachsinn bei zwei Standorten, wo nicht mal die Standorte stimmen, die angegeben sind. Also ich sehe den Sinn hinter dem VPN nicht. Für mich wäre der völlig nutzlos. Natürlich ist er auch viel zu langsam. Dann kommen wir mal zu den Preisen. Ein Monatsaccount kostet ca. 10 Euro. Damit ist man auf dem Niveau von einem original uploaded Account zum Beispiel und spart nicht wirklich Geld. Kommen wir also zum Fazit. Was spricht für Smoost? Die Geschwindigkeit bei den Hostern, die funktioniert haben, war gut. Es gibt eine JDownloader-Integration. Das Plugin tut seinen Dienst, wie es soll. Man sieht halt nur nicht, welche Hoster eigentlich unterstützt werden. Also was spricht dann gegen Smoost? Naja, der VPN ist im Grunde unbenutzbar. Es gibt so gut wie keine Dokumentation. Man wird völlig im Unklaren gelassen, was geht und was nicht geht und wie Smoost überhaupt funktioniert. Share Online hat, wie vorhin gezeigt, nicht funktioniert, obwohl offiziell damit geworben wird. Und ein No-Go ist auch die Speicherung der IP-Adresse. Smoost ist damit nicht so richtig schlecht, denn auch bekannte Hoster wie RapidGator und Uploaded funktionieren ja. Aber dann hat man wieder solche No-Gos wie die Speicherung der IP-Adresse. Und für den Preis von 10 Euro im Monat gibt es doch schon bessere Multihoster, nach denen man sich mal umschauen kann.